Uiuiui, und damit moin moin und herzlich willkommen zu Transport Fever 2 aus unserem Asienprojekt. Lange Pause, aber jetzt geht es weiter. Demnächst wird auch noch ein weiteres Video generell zu Aufbauspielen folgen. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, denn es muss sich einiges ändern und es wird sich wahrscheinlich auch einiges ändern. Aber dazu, wie gesagt, ausführlich dann nochmal ein Informationsvideo, wie das mit Transport Fever, City Skylines, Anno und so weiter weitergeht. Denn da wird es einen Umbruch auf dem Kanal geben, den ich plane. Und ja, also wenn ihr dem Aufbaugenre nahesteht, dann am besten da mal drauf warten und da dort dann auch reinschauen. Aber wir machen heute weiter mit Transport Fever Asien. Beim letzten Mal hatten wir hier diese wunderbare Bahnstrecke gebaut, beziehungsweise die letzten Folgen über diese Verbindungsstrecke, wo auch relativ viele Leute warten. Ich würde heute gerne mal ein bisschen hier nahverkehrstechnisch gucken in den Städten und ich glaube, damit sind wir schon wieder ganz gut bedient, dass wir dann mit der Folge auch schon wieder rum sein werden. So, erstmal können wir hier anfangen, von hier ausgehend. Wie sieht das hier aus? Das ist Shanghai. Kaohsiung. Und da sehe ich schon, dass da die Züge nicht ausreichend sind. Die Frage ist jetzt, könnten wir den Bahnhof verlängern? Oder passt das sogar, wenn wir da Doppelte einsetzen? Guck mal doch mal, oder? Wen haben wir da? Und dann müssen wir halt schauen, ob der hier hinten in den Bahnhof passt. Wenn nicht, müssen wir den Stückchen verlängern. Bei dem Zug passt es. Und während das passiert, können wir natürlich direkt mal hier im Nahverkehr schauen. Ich sehe nämlich hier, dass da viele Leute warten. Überall warten da viele Leute. Aber da setzen wir dann einfach Gelenkbusse mit drauf, die das Ganze hoffentlich so ein bisschen abfangen werden. So, ich würde gerne hier einmal rüberbauen. So, hier bauen wir direkt dran lang. Okay, bauen sie halt einfach damit dran. Schade, ich dachte, wir können jetzt da noch so quer eine Brücke rüberziehen. Können wir auch. Um das Ganze nämlich hier besser anzuschließen. So, das kann man mal machen, ne? Und jetzt bauen sie da nämlich auch schon. Schön, schön. Sieht gut aus. So, dann gehen wir jetzt hier. Achso, wir wollten nach dem Zug gucken. Ich glaube, der hat jetzt nicht ganz reingepasst, oder? Und wie ist das hier unten? Da müsste es aber passen. Aber hier ist auch so viel. Achso, nee, das ist der Bahnhof, ne? Der ist auch voll, der Zug. Da müssen wir gleich mal gucken, ob der ausreichend ist oder ob wir da auch was ändern müssen. So, der kommt da und der kommt hier. Ich glaube, wir müssen ein Gleis dran bauen. Ansonsten passt es, glaube ich, nicht. Ja, ein Teil muss dran und hier hinten.
Da passt es. Okay, dann bauen wir hier noch ein Ding dran. Das ist ja kein Problem. Außer, dass wir dann die Dinger nicht mehr in der Mitte haben, aber gut. Jo, das sieht doch gut aus. Zack. Wie gesagt, dieser Zug ist natürlich auch voll. Frage ist, haben wir den in größer? Warte mal, hier ist das. JR, irgendwas. Haben wir jetzt die gleiche Kapazität? Kein Unterschied. Gut, dann müssen wir hoffen, dass das auf der Strecke halt einfach reicht. Wenn sich das eingefahren hat, wenn halt hier vielleicht auch der große Ansturm weg ist. Und das mit dem auch klappt. So, dann gucken wir hier. Da sind nicht viele wartend. Da sind so einzelne Menschen. Dass wir da einfach nochmal einen einzelnen Bus mehr draufsetzen. So, das ist ja diese Zubringerlinie. Da fährt einfach auch nochmal einer mehr drauf. Beziehungsweise wir können das auch folgendermaßen machen. Wir haben nämlich noch was anderes. Bisschen den Takt erhöhen da. Und der nimmt halt immer nur viele mit, wenn das, wenn die Züge voll ankamen vorher. Wo es große Schwierigkeiten gibt, ist hier. Da müssen wir unbedingt die Busse auf jeden Fall mal anpassen. Und zwar auf dieser Linie. Ah. Und die ist jetzt nicht so krass. Reicht ein einzelner Bus nochmal hin. Mal gucken. Ach so, nach den Fähren können wir gleich mal gucken, wenn wir hier schon sind. Die lohnen sich. Ja. Nicht so krass. Sind 27, da sind halt auch viele unterwegs, das ist das Problem. Weil da haben wir, glaube ich, nichts zum Ersatz, oder? 599.000. Ah ne, der ist nämlich günstiger, also das bringt uns gar nichts. Was man machen könnte, ist von denen hier welche durch das Luftkissenboot zu ersetzen. Oh, hier ist auch viel los. Das müssen wir nochmal in der Extra-Folge vielleicht dann auch machen. Oder nächstes Mal oder so. Mal gucken, wie viel Zeit wir heute noch hätten. Aber ich glaube nicht, dass es noch mit reinpasst. Oder liegt das vielleicht auch daran, dass hier vielleicht die Zubringer. Wo sind denn die anderen Busse? Da kommt einer. Da kommt einer. Ja, nee, das ist aber in Ordnung. Das müsste eigentlich passen von der Menge her. Und hier hat man da jetzt schon geguckt. Kann eigentlich auch noch mal einer drauf. Weiß ich nicht, ob das hier passt. Vor allem fährt der immer voll. In beide Richtungen, das ist natürlich auch krass. Boah, das ist aber auch noch mal extremst gewachsen, oder? Also da sind wohl viele Leute, die hier. Die Schnellbusse sind auch überlastet hier.
Oh. Einundzwanzig. 25. Boah, ich glaube, das müssen wir nächstes Mal mal richtig überarbeiten. Das ist ja nicht normal hier, was hier los ist. Ui, 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 ui. Die hier? Das ist natürlich cool, dass die S-Bahn dann halt auch so genutzt werden. Krass. Vor allem ist das ja auch bald geschlossen, alles hier. Stark, stark. Aber da müssen wir unbedingt hier in dem Gesamtbereich mal Überarbeitungen machen, glaube ich. So, okay, Leute, aber dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Machen wir mal nicht zu lang heute, damit es dann noch in Zukunft wieder weitere noch gibt hier. Ja. So, was los? Ich hoffe mal, dass das in seine Wege geht hier. Das müsste man eventuell nochmal umbauen. Dass sie nicht ineinander stecken hier. Obwohl, da ist einfach so viel Verkehr. Da fahren einfach so viele LKWs, dass das so ist, ne? Puh. Na gut, Leute. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, diese kleine Überarbeitungsfolge hier. Wie gesagt, demnächst hier müssten noch mehr LKWs fahren. Uiuiui. Schauen wir mal. Machen wir die anderen ÖPNVs vielleicht noch und dann bauen wir bestimmt auch nochmal was Neues. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann, euer Quizhockt. Bye, bye.